Reflections Driver-Serie ist in den letzten Jahren tief gefallen. War der erste Teil noch ein absolutes Highlight im PS1-Lineup, enttäuschten die Nachfolge mit unausgereifter Technik und Frustmomenten im Quadrat. Mit dem vierten Teil wollen die Entwickler nun zurück zur alter Stärke finden. Ob sie auf dem richtigen Weg sind, konnten wir jetzt bei einer Präsentation im Play-Hauptquartier überprüfen. Die dabei aufgenommenen Bilder wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. In Driver Parallel Lines startet ihr eine Karriere als Profi-Fluchtwagenlenker und Autodieb in den wilden 70ern. In stylischen Benzinschleudern macht ihr mit Vollgas das Flower Power geschwängerte New York unsicher. Eine ordentliche Genickmatte und fiese Schlaghosen sind da natürlich Pflicht. Schwingt ihr euch in eine Karre, stellt sich dank detaillierter Automodelle und ausgefeilter Physik-Engine auch gleich wieder das gewohnt gute Driver-Fahrgefühl ein. Und das Beste daran? Diesmal werden eure Rasereien nicht wie im letzten Teil jäh durch unkaputtbare Laternenmasten gestoppt. Mit genügend Speed säbelt ihr die Dinger jetzt einfach aus der Umwelt. Nach einigen Tutorial-Missionen dürft ihr euch in das nonlineare Abenteuer stürzen. Auf einer Übersichtskarte sind die zur Verfügung stehenden Aufträge eingezeichnet. Visiert ihr die Punkte mit dem Fadenkreuz an, wird euch in kurzen Einspielern erzählt, was zu tun ist. I entered you in a couple of races at Hunts Point and LaGuardia Tracks. Do you know where the tracks are? So könnt ihr entscheiden, auf welche Mission ihr als nächstes Lust habt, noch bevor ihr euch auf den Weg zum jeweiligen Startpunkt begebt. Good kid, you get lousy odds. So make sure my other driver always wins. Do whatever it takes. Neben den Hauptmissionen finden sich auch noch eine ganze Menge Sidequests auf der Karte. Bewährt ihr euch unter anderem bei Rundkursrennen, Destruction Derbys oder als Abschleppunternehmer, winkt ordentlich Bares als Belohnung. Die kleinen grünen Scheinchen könnt ihr wiederum bei einer der drei Werkstätten in zünftiges Tuning stecken. Eine lohnende Investition, denn so manche Mission wird wesentlich einfacher, wenn ihr sie statt mit einer auf der Straße geklauten 0815-Karre lieber mit einem hochgezüchteten PS-Monster angeht. Das teure Autolifting war übrigens nicht für die Katz, falls ihr euren Nobelhobel beim nächsten Einsatz notgedrungen mit Totalschaden irgendwo in den Straßen von Manhattan zurücklassen müsst. Habt ihr das Auto vorher in der Garage gespeichert, fährt euer Mechanikerkumpel nämlich los und schleppt die wertvolle Kutsche zurück in die Werkstatt. Nach einer kurzen Reparatur steht sie euch dann wieder mit allen Extras zur Verfügung. Ihr seht schon, die Entwickler haben sich einiges einfallen lassen, um der Serie zu neuem Glanz zu verhelfen. Und das war noch längst nicht alles. Neben weiteren Gameplay-Neuerungen wartet Driver Parallel Lines auch noch mit einer dicken Überraschung in Sachen Story und Szenario auf. Mehr dazu findet ihr in unserem ausführlichen Prescreen im Heft.